Herzlich willkommen auf Burg Neuhaus bei Iggesheim im Taubertal. Wir zeigen Ihnen hier einen Ausschnitt aus der Besucherführung vom 24.09.2011. Viel Vergnügen! Standesherrn, der hier die Herrschaft innehatte, das war zufällig der Dompropst von Ellwangen. Und Sie sehen hier ganz unten rechts im Wappen, unten, da sehen Sie sein Hut, also das kirchliche Zeichen, die Bischofs. Und da sehen Sie in der Mitte im Herzschild sehen Sie den Reichsadler, also er gehört zum Deutschen Orden, zum Deutschen Reich, und dann sind halt die Schildhalter da. Ja, ist also jetzt nichts Weltbewegendes. Ja. So, also, und die wurden erneuert, diese Häuser. Und dazu brauche ich Steine. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, ich besorge mir die Steine im Steinbruch legal, muss sie aber umständlich behauen. Den haben sie aber da hochgeschaut. Was ist denn da? Da ist doch niemand mehr. Wir gehen hier hoch, da sind sie hier hoch aus der ganzen Umgebung. Da haben die Steine rausgebrochen. Wurde aber unter Strafe gestellt. Durften sie nicht mehr. Und dann kam das endgültige Auskam, dann war folgendes: 1792 ist das Dorf Löffelstelzen zum größten Teil abgebrannt. Das war so ähnlich gebaut wie in Iggesheim, also auch mit Fachleuten. Und dann noch einmal 1794. Also innerhalb von 2 Jahren das komplette Dorf abgebrannt. Und diese Deutschordensuntertanen, und das waren sie ja noch alle, die bekamen jetzt offiziell die Erlaubnis, hier aufs Neuhaus zu gehen und durften sich das Baumaterial für den Neubau ihrer Häuser in Löffelstelzen holen. Und damit ist hier oben dieses Schloss systematisch abgerissen worden. Ich habe es ja vorhin schon einmal erwähnt, 1751 Ketterburg, die hat man vollständig abgerissen, hat er für die Schlosskirche aus den Steinen gebaut. Und da hat man auch noch von der Ketterburg Reste der Steine geholt für Löffelstelzen. Und wenn Sie heute durch Löffelstelzen fahren, wenn Sie mal die Gelegenheit haben, dann schauen Sie mal in den alten Häusern die Grundmauern und an die Sockel. Das sind solche Steine, die sind mit Sicherheit von hier. Bezahlen mussten die Löffelstelzer die Ziegel und das Holzwerk, was sie abgebrochen haben. Von den Steinen nichts. Deswegen behaupten auch die Löffelstelzer, die Steine sind nicht von hier. Die wären schön dumm gewesen, hätten sie hier gelassen. Ich habe aber Quelle gefunden, die beweist, dass die Steine von Löffelstelzer von hier sind. Aber da waren die Iggesheimer genauso, hat man das Zeug verbaut. Das ist nur nebenbei. In Iggesheim an der zweiten Schule, ich weiß nicht, wer sich da auskennt, ein bisschen Rathaus, altes Rathaus hinter dran. Heute DRK-Heim, war früher mal eine Schule. Da ist im Kellerabgang so schräg, ist ein Wappenstein drin. Und das ist ein Wappen eines Verwalters hier oben vom Neuhaus. Das ist ja folgendes, und den kann man feststellen, man weiß ja, wie er heißt und wann der gelebt hat. Und zu dieser Zeit, als der gelebt hat, gab es dieses Haus nicht. Das heißt also, der Stein ist hier rausgebaut worden und man hat ihn da unten, weil er so schön gepasst hat, war schon vielleicht auch noch farblich, hat man ihn eingefügt. Genauso unten sehen Sie an der Wand, sehen Sie ja 3 Wappensteine. 2 sind identisch, die Buntsandsteine. Die sind von hier oben, die waren sicher an irgend so einem Treppenhausaufgang außen dran. Als man sie abgebrochen hat, hat man sie genommen, hat sie dahinter einfach gesichert. Sonst machen die ja gar keinen Sinn. Also, Ruine wird abgebrochen, systematisch abgebrochen. Der Mörtel, der kleine Schutt, die kleinen Steine, die sind hier, da stehen wir drauf. Zum Teil, wenn man es sieht, aufs Niveau vom Brunnen, zum Teil geht es 2 Meter und so weiter. Die Gewölbe dahinter, das habe ich Ihnen schon mehrmals gesagt, das wurde alles verschüttet. Und man vermutet, dass in dem hinteren Bereich, wo der andere Turm ist, dass da drunter noch mit Sicherheit sind da Gewölbe bzw. Kasematten drin, die aber zum Teil verschüttet sind. So, das ist das Schicksal dieser
dieser Ruine. Und dann 1809 wird ja der Deutsche Orden aufgelöst durch Napoleons sogenannte Gnadenflurbereinigung. Und der damalige Württemberger Herzog, der war ja Napoleon sein Spätzle, und der ist ja dann durch Napoleons Gnaden, durfte ja dann auch König werden. Da wurde das also aufgelöst und so weiter, diese kleinen Fürstentümer und so weiter, und kamen immer an die benachbarte, sagen wir mal, größere Herrschaft, und das war jetzt eben hier mal der Württemberger. Und seit 1809 ist ja Mergentheim, und hier das ganze Umland kommt so mit Württemberg. Sie kennen vielleicht Mergentheimer 1809, dieser Aufstand, Huldigung, da sollte dem König gehuldigt werden, die Bauern sind zusammengekommen, die haben aber hier, das war unglücklich der gleiche Jahrestag, als dem sie immer den Habsburger gehuldigt haben, dem Deutschmeister, und dann kam es da zu Rangeleien, und da sind die Württemberger ja über Dorfbach angerückt, und war schönes Gemetzel, und das war am Peter- und Paulstag, und der König nannte dann immer, sprach immer dann von den Mergentheimer, von seinen Peter- und Paulslümmeln. Aber irgendwann ist dann halt auch das in Vergessenheit geraten, dann ist er später Verwandter vom König, hat ja lange Zeit dann im Schloss gewohnt, kann man sagen. Ja, was ist, das Ding ist jetzt, war dann also immer staatlich, es wird heute als staatliche Domäne geführt und wird seit über 100 Jahren, ist es in einer Pächterhand, ist die Familie Zeiner. Die haben hier das Pacht, das ist das Hofgut, das sind ungefähr 150 Hektar, was außenrum alles dazu gehört, mit Wald, eigene Jagd dazu. Ja, und durch einen unglücklichen Unfall der Frau Zeiner ist das alles etwas zurückgegangen. Die hat hier übrigens auch eine Pferdezucht angefangen, Trakehner. Und jetzt sind nur noch Pferde da, Einstellpferde, private Pferde. Und das alles andere ist verpachtet, bis auf den Teil, den man braucht, um Pferde zu füttern, als Eigenteil für Stroh und Heu. Und seit ein paar Jahren gibt es einen Verein, der heißt Spuk, Sport, Pferde und Kultur. Die machen hier oben dann Mittelalterfest, oder die machen hier auch Reitstunde für Kinder, ist also etwas geboten. Ja, kulturell ist schon was los hier oben. Ja, und was haben wir denn sonst noch? Ja, die Wasserversorgung, das war noch das, gell, wurde ich angesprochen. Also Wasserversorgung, Oberflächenwasser ist klar, aber was aus den Dächern kommt, wird aufgefangen. Der Brunnen soll bis auf die Talsohle gehen, das sind etwa 120 Meter. Muss sich aber keiner die Mühe machen, da liegt ein Deckel drin bei 24 Meter ungefähr. Der ist dort runtergebrochen, der war mal der Brunnen abgedeckt. In der Neuzeit war es dann so, hat man hier die Wasserversorgung folgendermaßen gelöst. Drüben am Kirchberg, das neue Viertel mit den roten Dächern, das ist ein sehr wasserführendes Gebiet. Und unten am Fuß des Kirchberges, da ist am Kreisel, da sind so Weiden, wenn Sie mal hinschauen, und da ist so Edelstahldeckel. Das ist eine Quelle gefasst, das ist die Zeinersquelle. Diese Quelle ist gefasst, wird in Röhren unter der Straße durchgeführt, unter der Eisenbahnlinie, durch die Tauber, bei Niedrigwasser sieht man die Röhren, und wird an Fuß vom Kitzberg herangeführt. Und dort ist unten am Radweg zwischen dem Sportplatz und Magelsheim ist ein Häuschen. Und wenn man da hinhört, dann hört man es rauschen. Wenn Sie Glück haben, sind die Türe oder Fenster mal auf, und da sehen Sie nämlich innen drin ein Wasserrad. Und das hat so funktioniert. Die Quellschüttung war so stark, hat das Wasserrad unterschlächtig, also kam das Wasser nicht von oben, sondern von unten, rangeführt, hat einmal das Wasserrad betrieben, selbst, dass es sich bewegt hat, und hat noch so viel Kraft gehabt, die Quelle, dass ein Teil des Wassers durch eine Röhre hier hoch gepumpt werden konnte in Behälter hier oben auf der Burg. Und als dann Elektrifizierung kam, hat man dann das da unten elektrisch betrieben, und als dann die ganze Ortschaft, die diese große, wie soll man es jetzt sagen, ausdrücken möchte, diese Wasservernetzung überall gab, mit Großwasserversorgung, Fernwasserversorgung, Bodensee und so weiter, ist vom Patzeberg hier oben eine Leitung rübergelegt worden, und damit ist Neuhaus also hier angeschlossen und muss seither das Wasser teuer bezahlen. Vorher war es ja die eigene Quelle, da war es kostenlos. Und was Sie jetzt sehen, zum Beispiel
auch über die Koppel runter. Das sehen Sie manchmal je nach Bewuchs oder sehen Sie so einen Streifen runter. Das ist also kein Gang, kein unterirdischer Gang, sondern das ist der Abwasserkanal vom Neuhaus runter. Es wird gemunkelt, hier oben gäbe es unterirdische Gänge. Ja gut, Geheimgänge, wir sind jetzt, geheim ist er jetzt nicht mehr, sind ein Stück gelaufen. Es wird gesagt, es gäbe einen Gang von Mergentheim her, Kapuzinerklösterle, hier hoch aufs Neuhaus. Und die Besucher, die das erzählen, die waren als Kinder da drin, heute, man kann es heute auch noch reingehen, ich glaube ein Gitter davor, aber das waren die alten Abwasserkanäle der Stadt Mergentheim. Und Mergentheim war so ein Kanalsystem groß und das waren die Abwasserkanäle. Es gibt ne, dann würde man jetzt zum Beispiel bei den Baumaßnahmen, bei der Umgehungsstraße, würde man es mit Sicherheit etwas finden. Man findet jetzt natürlich nicht mehr, waren ja die Felder und die Äcker, da hat man immer einen Streifen gesehen, da geht ein Streifen durch. Ah, das ist der Geheimgang, nichts. Das ist ein alter Flurweg, ein aufgelassener Feldweg, da sind Steine drunter. Dann wird behauptet, es gibt einen Gang vom Wattbergen rüber hierher aufs Neuhaus. Ich empfehle jedem, auf den Wattturm zu gehen, rüber zu schauen. Es geht schon, man hat ja Zeit gehabt, aber Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie einen Gang haben, ein Geheim, wenn er was taugen soll, dann wollen Sie nicht drin kriechen. Dann muss er in einer gewissen Tiefe sein, dann muss er abgedeckelt sein, dann muss er in etwa etwas belüftet sein. Mhm. Und das macht man nicht mit Holz, denn da kann ich mir die ganze Arbeit sparen, denn in ein paar Jahren ist das Zeug verrottet. Also ich muss es mit Steine oder irgendwas anderem machen. So, und das sehe ich in der Natur. Die Natur, die zeigt jedem an, was im Untergrund ist. Das wissen die Landwirte am besten, wenn irgendwo steiniger Boden sind, da wachsen die Kameraden, die da drauf sind, sind spärlich. Linksrum, wo Humus ist, die werden hoch. Umgekehrt ist Holz drunter, Humus. Dann sind die in der Mitte hoch und die Äußeren sind drunter. Und so kann man das alles feststellen. Deswegen finden wir das ja bei der Luftarchäologie. Wenn Sie da fotografieren, können Sie mal so Bilder sehen, so von Limes, Kastellen und so weiter, Stein drunter. Das sieht man alles. Ja, durch den Bewuchs, das zeigen uns die Pflanzen. Und deswegen, ich habe noch keine Hinweise gefunden hier auf solche Geheimdinge, dass es sowas gibt. An der Wendeltreppe im Wattturm, unter der Treppe geht richtig, eine Stufe runter. Richtig, da geht ein Gang runter. Das ist die alte Wasserleitung, die nach Mergentheim reinführt. Und die sehen Sie, wenn Sie zum Beispiel ins Parkhaus reinfahren, in Mergentheim, Mitte, also Obergrabe, ja, Parkhaus, fahren Sie ins Parkhaus rein und Sie fahren ins Unterdeck. Und da ist linke Hand in der Kurve. Da ist es eingeladen, da ist die Wasserleitung nach Mergentheim in den Stadtbereich eingetreten und da hat man zur Erinnerung, hat man diesen Tunnel, schon so breit, so hoch, wölbt, hat man das angedeutet. Die alte hinterlassen, wenn Sie wollen. Wenn Sie sagen, naja, der hat 2 Stunden lang geschwätzt, hat er verdient, gebe ich was, oder mir hat der Mosch geschmeckt, gebe ich für den was, und wenn Sie gar nichts geben, bin ich auch nicht böse, mir macht es nichts aus. Also, ich lade Sie herzlich ein, und zwar aus folgendem Grund. Ich sammle das Geld nicht für mich, das mache ich nicht für mich, sondern mir schwebt vor, vielleicht in 2 Jahren bin ich soweit, Folgendes zu machen. Wenn Sie in Zukunft als Besucher alleine hier hochkommen auf die Burg, möchte ich von diesem Turm ausgehend diesen Grundriss hier so herum, ja, möchte ich mir Steine besorgen und möchte die im Boden einlassen, damit jeder unter eine Schautafel hinhänge, damit jeder, der hier raufkommt, sich auch so orientieren kann. Denn die meisten, die hier hochkommen, die sehen ja, was soll das, es kam keine Vorstellung davon. Und das ist das, warum ich dann etwas Geld sammle, und wer mich da unterstützen möchte, ist herzlichst eingeladen. Aber jetzt lade ich Sie ein, bitteschön, bedienen Sie sich. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.